Willkommen in Batumi, der Hauptstadt der georgischen Autonomen Republik Adscharien. Eine Stadt, die in den vergangenen Jahren eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht hat. Man hat alles auf Tourismus gesetzt und ist zu einem der aufstrebenden Ziele des alten Kontinents geworden. Antike und Moderne stehen nebeneinander. Die Straßen und Plätze der Altstadt stehen im Kontrast zu den riesigen Wolkenkratzern am Wasser. Die Perle des Schwarzen Meeres ist dank ihrer Lage, ihrer Dienstleistung und ihrer Verkehrswege das wichtigste wirtschaftliche Zentrum des Landes. Die Infrastruktur wird von der lokalen Regierung vorangetrieben. Eine Strategie, die neue Investoren anlockt, die Wirtschaft ankurbelt und das internationale Ansehen der Stadt stärkt. Ein Beispiel dafür ist das neue Stadion von Batumi, das mehr als 30 Millionen Euro kostet und in dem 2023 Spiele der U21 Europameisterschaft stattfinden werden. Unser Hauptziel ist es, private Investitionen anzuziehen und Batumi zu einem der beliebtesten und aufstrebenden europäischen Reiseziele zu machen. Unsere Idee ist es, Unternehmen, Investitionen und neue Infrastrukturen zusammenzubringen, grundlegende Infrastrukturen, die den Grundstein für ein nachhaltiges Wachstum der Stadt und der autonomen Region legen werden. Luxushotels, Casinos, Strände und viele Freizeitaktivitäten ziehen jedes Jahr 2 Millionen Touristen an. Adschariens Regierung plant, diese Zahl in den nächsten 3 Jahren zu verdreifachen. Die Hauptstrategie der Region besteht darin, ein ganzjähriges Reiseziel zu entwickeln. Ein Batumi-Reiseziel für alle Jahreszeiten. Dafür brauchen wir einen nachhaltigen Tourismus und eine nachhaltige Infrastruktur. Wir arbeiten sehr aktiv an der Entwicklung des Ökotourismus in den Bergen. Die reiche Artenvielfalt Adschariens mit Schutzgebieten und Nationalparks ist dafür wie geschaffen. In 30 Minuten mit dem Auto ist man mitten in der Natur. Neben Wandern, Vogelbeobachtung oder Reiten gibt es auch Erlebnisse, die Adrenalin pur versprechen. Canyoning. Wir sind bereit, los geht's. Der Canyon von Kap Nistawi mit seinen zahlreichen Wasserfällen wurde in den vergangenen Jahren für diese beliebte Outdoor-Aktivität saniert. Der Schutz der Natur ist inbegriffen. Es ist einfach, diesen Sport mit dem Umweltschutz zu verbinden. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Denn das Prinzip dieser Art von Outdoor-Aktivitäten ist es, die Natur so zu belassen, wie sie ist, und so wenig Infrastruktur wie möglich zu schaffen. Also Adrenalin bei 1000, ein bisschen Angst, aber ich will es gleich wieder machen. In Covid-Zeiten gewinnen Outdoor-Aktivitäten an Attraktivität. Batumi ist dafür ein interessantes Reiseziel. Adscharien und ihre Hauptstadt setzen auf die Zukunft und erweitern Tag für Tag das Angebot für Touristen, die diese Region besuchen, in der wirklich für jeden etwas dabei ist.